liebe Schulfamilie und dabei heute besonders herzlich liebe muslimischen Mitglieder der Schulfamilie. Anlässlich des Beginns des Ramadans wünsche ich allen Familien einen gesegneten Ramadan. Das ist mein zweiter Ramadan an der DESD. Ich habe hier in Dubai viel über diesen heiligen Monat und über den Islam lesen und lernen dürfen. Gerade auch während meines Studiums des Korans, während des letzten Ramadans 2020. Letztes Schuljahr haben wir Ramadan komplett im Fernunterricht erlebt. Es waren schwierige Zeiten, aber wir haben sie zusammen als starke und solidarische Gemeinschaft bewältigt. Inzwischen dürfen wieder alle Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht lernen. Weit über 90% nehmen dieses Angebot auch täglich an. Wir freuen uns über diese neue Normalität an der DESD. Bleiben wir optimistisch, dass wir im kommenden Jahr endlich wieder ein gemeinsames Iftar an unserer Schule in toleranter DESD-Atmosphäre feiern werden. Alhamdulillah. Ramadan ist der wichtigste Monat im islamischen Kalender für alle Muslime auf der ganzen Welt. Das Fasten gehört zu den 5 Säulen des Islams. Das Fasten ist ein Symbol der inneren Einkehr und der Reflexion. Der Mensch strebt dabei ein Leben in größerer Menschlichkeit an, voller Barmherzigkeit, Großzügigkeit und Toleranz. Als gläubiger Christ möchte ich meinen großen Respekt gegenüber allen Muslimen in unserer Schulfamilie zum Ausdruck bringen. Als Schulleiter der DESD bedanke ich mich bei allen muslimischen Schülerinnen und Schülern sowie auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das, was sie in unserer Schule hervorragendes leisten, auch und gerade während der Fastenzeit. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen gesegneten Ramadan, Ramadan Mubarak, Ramadan Karim.